Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor. Das erste Nacht-Vlog. Es ist Freitag der 13. Ey. Also das erste Nacht-Vlog, weil es wird heute überhaupt nicht hell. Und aber wir haben überlegt, was wir tun. Ich kann ja nicht hier Beleuchtung. Nein, das sieht auch doof aus. Ja, ist dann halt so. Ist dann halt ein Nacht-Vlog. Ja. Wir haben den Permanenttunnel jetzt. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wird ja immer heller. Vielleicht sehen wir dann bis zur Einfahrt in die Tiefgarage doch ein bisschen Tageslicht. Freitag der 13. Also ich persönlich glaube ja nicht an so einen Scheiß. Aber das Problem ist ja heutzutage immer, man ist ja nicht alleine auf der Welt. Und alle anderen Leute glauben ja augenscheinlich dran. Und wie heute früh schon in Berlin ist irgendwie so Schneematschregen. Und da gehen ja, drehen wieder alle Leute am Rad. Ey, vorhin die Kinder zur Schule gebracht. Und da ist so eine, ja, so eine etwas engere Straße zur Schule von meiner großen Tochter. Und ihr könnt es euch vorstellen, eine Straße und 50 Autos mit verrückt gewordenen Müttern, die irgendwie alle so, oh, mein Kind ist das Wichtigste auf der Welt, ich muss rechtzeitig zur Schule und dann, ey, auf Kreuzung, hier passe ich noch rein. Also ich meine, man muss schon ein bisschen gucken, wenn man Auto fährt, ob man noch auf die Kreuzung fährt, weil dann 74.000 Autos auf der Kreuzung stehen und gar keiner garantiert mehr weiterkommt, weil es auch jeder schon von vornherein sieht. Oder ob man sich einfach sagt, ey, die anderthalb Minuten bis zur nächsten Ampelschaltung, die bleibe ich einfach hinter der Kreuzung, weil dann geht's flüssiger. Wahnsinn! Echt Wahnsinn, wie die persönliche Psyche die Leute bei den wichtigsten Dingen im Leben irgendwie beeinflusst. Und Autofahren ist schon eins der wichtigeren Sachen, weil man dort halt andere Leute, ja, beeinflusst. Und ganz ehrlich, ich meine, ich habe ja nur einen relativ, ich habe ihn nicht neu gekauft, aber mein Wagen ist zumindest, er ist jetzt ein Jahr alt und unfallfrei. Und ich würde mir die Krätze ärgern, wenn irgendeine dämliche Übermutti, weil sie ihren Sprössling rechtzeitig zur Schule bringen will, der sowieso im Leben nichts reißen wird, der Gamer wird und seine Schule abbrechen wird. Nee, also wenn die dann irgendwie fahrig, wie sie ist, bam, 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 gegen vier Autos gegen und so, ah, ich habe eine Versicherung, ja, aber ich weiß nicht, irgendwie. Vielleicht bin ich aber auch kein, vielleicht stellt sich gerade in diesem Moment raus, dass ich kein Großstadtmensch bin. Weil irgendwie gehen mir diese viele Leute gehen mir auf den Zeiger. Ja, manchmal gehe ich mir auch selber auf den Zeiger. Naja, ich hoffe, ihr habt gestern das, die ultra nice Runde von Kollegen Super Unicum gesehen. Also das ist ja immer für mich irgendwie krass. Weil ich verliere, bei so einen Runden verliere ich irgendwann, also bei mir werden es dann immer wunderbare Let's Fails. Aber da so die Ruhe zu haben, sowas dann noch gechillt zu Ende zu spielen. Respekt, was ist denn heute los hier mit meiner Brille? Irgendwie fühlt sich das alles so fremd an. Ist es überhaupt meine Brille? Ja, ich glaube ja. Tja, was erwartet uns bei WoT in nächster Zeit, also mich persönlich erwartet bald der STI und da freue ich mich total drauf, weil der STI ist auf Tier 9 auf jeden Fall von der Panzerung her der absolute Angstgegner. Also ich sag mal, WoT geht ja immer mehr dazu über, Panzer zu ins Spiel reinzubringen, die weiche Panzerung kam, bis auf den Kranwagen jetzt. Das ist so der erste der neuen, der wieder kommt, der irgendwie ultra harte Panzerung hat, zumindest vom Turm. Aber davor ging es ja so eher in die Richtung irgendwie AMX, CDC, alles weich, gut penetrierbar und krasse Feuerkraft. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, so für Missionen und so ein Krempel ist natürlich so ein Tank wie der STI, durch den erstmal so ad hoc, selbst mit Gold, jeder nicht so einfach durchkommt. Ich meine, ihr müsst euch mal einen Tank-Inspektor den Turm vom STI angucken. Der ist schon
der ist schon ein bisschen krank. Also da, naja, ihr kennt es ja selber, wenn der irgendwie, also klar, einfach mal von ausgegangen, Panzer, die direkt vor euch so in 30 Meter Entfernung stehen und ihr habt relativ präzise Kanonen, ist überhaupt gar kein Panzer im Spiel irgendwie ein Problem. Selbst ein EN-100, dem schießt du entweder mit Gold durch den Turm oder dem schießt du, das war gerade glatt. Hoffentlich sieht der hinter mir das auch, sonst haben wir jetzt live Unfall mit Belegbild. Ne, der sieht's. EN-100 schießt mit Gold durch den Turm, oben durch die Viewports oder halt durch den Turmdrehkranz. Merk auch immer wieder, die Leute kennen das mit dem Turmdrehkranz vom EN-100 nicht mehr. Turm ist zu Ende, Wanne fängt an und da ist so ein, müsst ihr mal drauf achten, da ist so ein Streifen. Und dieser Streifen ist der Turmdrehkranz und der hat, da kommt man relativ zügig, zackig durch, weil der nicht viel Panzerung hat. Also EN-100 auf näher... Kein Problem, der SDI ist auch, wenn du nach, aber diese ganzen Tanks, wenn die alle, auch Maus, wenn sie direkt vor dir steht, überhaupt gar kein Problem. Aber jetzt lass mal die Tanks irgendwie so, naja, am Horizont ist jetzt übertrieben, aber so auf 300 Meter Sniper-Entfernung, wo halt deine Gun auch nicht mehr so richtig präzise ist, da ist dann, finde ich, oh, wie kann man bei dem Wetter Fahrrad fahren, auf Distanz ist dann, sind dann so eine Sachen wie der STI halt schon irgendwie geil. Und ganz ehrlich, der hat ja jetzt nur auch nicht so eine totale Kinder. Oh, jetzt macht der noch die Beine runter, der Fahrradfahrer. Oh Mann, ist ja eigentlich eine arme Sau bei dem Wetter. Aber ist jetzt garantiert auch sauer auf mich, weil ich ihn voll gesprinkelt habe. Wo waren wir? Ja, genau. Der hat ja nur auch nicht so eine Kanone, die so mega lächerlich ist. Insofern, ich finde den STI schon, ist schon als Gegner ein anspruchsvoller Gegner. Auf jeden Fall. Wenn der irgendwo eingebunkert steht, dann würde ich mir mit manchen Tanks auch überlegen, woanders lang zu fahren, weil ich denke so, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und wenn du ihn nicht umrunden kannst. Problem ist ja eigentlich immer, wenn man, du hast so einen Tank vor dir eingebunkert, und du weißt, dass dahinter noch zwei TDs stehen, dann ist so eine Ecke für mich immer gestorben. Dann sage ich mir immer, okay, du willst den umrunden? Das ist ja immer so gemein. Du denkst, haha, der hat eine böse Panzerung, den kann ich umrunden. Aber entdeckst dann so beim Umrunden, dass du permanent von hinten irgendwie Beschuss kriegst und immer so in Größenordnung von 500 bis 750er murmeln. Und dann denkst du dir so, oh ja, du hast mal wieder nicht geguckt, wer schon offen war und wer noch nicht offen war. Und insofern bist du jetzt gefickt, weil TDs ihren Job tun. Naja, insofern, wenn so ein STI dann eingebunkert irgendwo ist und TDs noch hinter sich hat, dann kann man das vergessen. Insofern, schöner Tank. IS-4, entgegen all euren Meinungen, die ihr mir geschrieben habt, IS-4, ich bin nach wie vor der Meinung, eine IS-4 ist eine Macht. Also das, die ist trollig. Die ist gerade mit der krassen, ich glaube, die hat 140 Frontpanzerung und krieg kalte Füße hier. 140er Frontpanzerung, also auch geil, Blinker gesetzt und dann nicht mehr den Blinker setzen, aber dann auf der Abbiegespur weiter geradeaus fahren. Läuft bei manchen Leuten, läuft. 140er Frontpanzerung, 160er Seitenpanzerung, also das ist schon geil, weil da könnt ihr euch mal überlegen, was aus 160er Seitenpanzerung wird, wenn sie angeschrägt wird. Sie wird nämlich sozusagen unpenetrierbar. Oder schwierig penetrierbar. Unpenetrierbar ist nichts, aber schwierig penetrierbar. Und wenn man die auch entgegen der Meinung, dass der 113er nicht gut sidescrapen kann. Ich glaube, meine Erfahrung ist eine andere. Ich habe ja noch nicht so entsetzlich viele Runden auf dem, aber ich werde mal, wenn sich die Ecke, eine Ecke anbietet, werde ich mal auf den Damage scheißen und mal ein bisschen Damage sammeln mit Sidescrapen. Abprall-Damage. Denn meine Erfahrung ist, dass das schon in Ordnung ist. Auf jeden Fall. Ja,
Was haben wir denn noch? Wir haben, Ace hat gestern gesagt so, ja, jetzt habe ich da die, jetzt habe ich da die schwedische Mannschaft irgendwie in der, Entschuldigung, das zweite Auto, was gerade bei Rot gefahren ist, vorhin habe ich schon einen gesehen, was ist los heute? Das ist wirklich Freitag der 13. für manche Leute. Ich sagte also, jetzt habe ich die schwedische, für die schwedische Mannschaft da, jetzt werde ich mal zum Kranwagen durchleveln. Ja, habe ich mir überlegt, wenn du, ich habe meine Arti-Geschichte jetzt noch, die mich erwartet, die 212A zur 261. Ich habe den Weg zur IS4 und dann muss ich mir auch irgendwas anderes überlegen, weil dann ist auch erstmal Langeweile angesagt. Insofern, Ach übrigens, vielen Dank nochmal an den, an den Spender, der geheim bleiben möchte. Ich habe nämlich gestern ein nettes kleines Paket, vielen Dank, ein nettes kleines Paket von Premium bekommen und von Gold. Ich würde mal sagen, ich persönlich habe jetzt einen Premium-Account von, jetzt haltet euch fest, 700 und irgendwas Tagen. Also ich muss jetzt noch eine Weile bei WOT dabei bleiben, denn 700 Tage sind 2 Jahre. Ja, läuft. Läuft bei mir in Sachen Premium, da brennt nichts mehr an. Da kann nichts mehr passieren. Insofern vielen Dank nochmal. Name möchte nicht genannt werden. Respektiere ich, obwohl ich es eigentlich Quatsch finde, weil ist ja, mein Gott, ich level ja nun mal viele Tanks und ich überspringe auch ganz gerne die Sachen, die mir jetzt nicht so den Ultra Spaß machen. Und ich sag's auch ganz ehrlich, ich habe halt auch nicht jeden Tag 10 Stunden Zeit. Also insofern wandle ich ganz gerne die Free XP um. Und dadurch wird mir sowas natürlich erleichtert, wenn Leute sagen, hey, ich überweise dir jetzt mal Gold, weil ich dann halt eben Gold zum Umwandeln habe. Und das kommt euch ja dann auch wieder zugute. Also insofern alles gut. Seid nicht scheu. Also wenn ihr, also an den anonymen Spender, in meinen Augen hättest du auch sagen können, komm, kannst meinen Namen nennen. Weil da ist ja nur echt nichts bei. Jo, aber gut, auch gut. Mir ist ja alles recht. Und wer spendet, der gibt den Ton an, was mit der Info passieren soll. Also insofern alles gut. Ja, also die Geschichte war noch. Ja, eigentlich, es wird auch nicht mehr Tag. Also es bleibt heute wahrscheinlich den ganzen Tag so duster. Ach, eine Geschichte habe ich noch erlebt. Die haben, als ich vorgestern zur Arbeit kam, kam ich an unsere Büroeingangstür und selbige Büroeingangstür, die ist aus einem 2 cm Glas, also ein riesen fettes Sicherheitstür, die war einfach mal eingeschlagen. Und dann stellte sich raus, dass in der Nacht eingebrochen war. Und in welchem Büro war der Dieb und hat, weil er sich natürlich beim Einschlagen der Tür irgendwie mördermäßig verletzt hat, der Junkie, hat alles vollgeblutet beim Durchsuchen der ganzen Schränke. Ey, Alter, mein ganzer Schrank, jede Schublade, jedes Fach, alle meine Sachen, die da drin waren, waren natürlich abgeschlossen. Das hat ihn natürlich nicht gekümmert, weil er hatte ja ein Brecheisen mit dabei. Und der hat einfach mal eiskalt meinen ganzen Krempel vollgeblutet. Das war widerlich, sage ich euch. Ekelhaft, widerlich und bah. Tja, jetzt konnte ich auch das erste Mal so ein bisschen verstehen. Die Leute sagen ja immer so, ja, das Schlimmste, wenn bei dir zu Hause eingebrochen wird, ist, dass der Dieb irgendwie in deinen privaten Sachen rumfummelt. Naja, muss ich ganz ehrlich sagen, also private Sachen rumfummeln fand ich jetzt nicht so schlimm, aber ich fand es schon irgendwie, wenn da einer, gerade so, weiß ja nicht, auch der Junkie so mit Hepatitis und HIV, wenn der jetzt, sofern es denn ein Junkie war, aber ich meine, das war so dilettantisch eingebrochen, dass ich schon denke, das muss Beschaffungskriminalität gewesen sein. Also wenn der dann da alles vollblutet und das ist ja dann schon, wartet mal. Ah, das ist ja schon nicht mehr so easy peasy. Also Blut und
Hepatitis, HIV, da habe ich schon Respekt vor. Insofern, das fand ich schon ein klein wenig eklig. Insofern, ja, das war öfter mal was Neues. Aber insofern, rein statistisch gesehen, ist man ja jetzt erstmal davor gefeit. Weil statistisch gesehen, wenn ein Einbruch passiert ist, passiert so schnell nicht der nächste. Statistisch gesehen. Ja, ich würde mal sagen, jetzt fahre ich noch mit euch zusammen mein Auto zu Schrott und dann Attenzione. Ah, da kommt schon ein, hier ist aber was los morgens in der Tiefgarage. Irgendwann kommt hier mal ein ganz fieses Geräusch und dann rutscht dieses ganze Ding hier irgendwie rutscht mit mir in die Tiefe des in die Tiefe auf Darkness and Doom und dann liegt mein Auto wie eine Schildkröte auf dem Rücken. So, ganz schön dunkel hier, wa? Ja, sehe ich auch so. Also, ich bin's. Ich würde mal sagen, Leute, macht's gut. Wir sehen uns am Wochenende. Ich habe Bock mal vom Kranwagen mir ein geiles Replay rauszusuchen, weil der müsste eigentlich mittlerweile auch ganz schön aggressiv bewegt werden von den Leuten. Peace out. Macht's gut. Ciao, ciao.